Steuermillionen verschwendet. Die Prüfer vom Bundesrechnungshof haben es heute aufgedeckt. Und zwar auch in Bonn an der International School. Und damit herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Die Privatschule hat fast 4 Millionen Euro aus der Staatskasse bekommen. Zu Unrecht. Immer wieder kriegen wir Zuschriften von Lokalzeitzuschauern, bei denen irgendwo der Schuh drückt. Christine Bielenstein aus Windeck zum Beispiel. Sie ist gehbehindert und jetzt kommt auch noch Krebs dazu. Sie soll operiert werden im Krankenhaus in Gummersbach. Das ist knapp 50 Kilometer entfernt. Aber wie kommt sie dahin? Puh, spricht nicht gerade für eine sonderlich kulante Krankenkasse. Da lohnt sich vielleicht der Hinweis darauf, dass man auch die gesetzliche Krankenkasse jederzeit wechseln kann. So, jetzt mal was richtig Schönes. Wenn sich unzählige Kinder die Nasen am Schaufenster von Kaufhof plattdrücken und auch Erwachsene deutlich länger davor stehen bleiben als sonst, dann ist es wieder soweit. Der Stofftierhersteller Steif baut wieder seine Weihnachtslandschaft im Schaufenster auf. Eine Bonner Tradition, made im Schwabenländle. Und da sind wir bestimmt wieder dabei. Sie können so langsam schon mal Handschuhe und Mütze raussuchen. Nächste Woche wird es deutlich kälter. Hier sind die Aussichten für Bonn und die Region. Also nochmal das schöne Wetter genießen morgen und die kommenden Tage. Das war's von uns für heute. Danke, dass Sie dabei waren. Ihnen jetzt einen ganz entspannten Abend. Machen Sie was Nettes draus. Und hier geht's weiter mit der Tagesschau. Tschüss und bis morgen.